Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Black Mirror 2. Wir sind immer noch im Krankenhaus, wo wir mehr oder weniger unsere Mutter hinbekommen haben. Haben auch in der letzten Folge ein paar Sachen erfahren, dass sie ja aus England stammt, dass sie in einem Schloss gearbeitet hat und dass sie einen kaputten Rücken von einem Sturz hat. Hat eine Art Stützkorsett und ist gestürzt. Irgendwas ist passiert und sie hat uns auch angefasst, sag ich jetzt mal, einfach mal so aus dem Tran, obwohl sie halt in, im Koma liegt, hat mit uns gesprochen und ich glaube, ich habe mir alles soweit angeguckt, was man angucken konnte. Hatte ich. Hier ist noch was zum Nutzen, eine Ware. Ich würde sagen, geht das nochmal? Es scheint ihr, sie sieht so schwach aus. Meine Mom war immer eine Kämpfernatur. Und alles nur, weil sie gestolpert ist. Vermutlich wieder in Hektik, um irgendwelchen Leuten einen Gefallen zu tun. Und da dieser Scheißschrank, ich könnte. Und Fuller. Wenn er. Dafür lasse ich ihn bluten. Genau, und sie hatte auch irgendwie wahrscheinlich während oder nach dem Sturz noch versucht, uns anzurufen. Und das hat irgendwie nicht geklappt, weil der Fuller da war und das Gebrabbel in Gänsefüßchen so hingenommen hat und hat einfach aufgelegt. Schauen wir weiter. Wir können hier, glaube ich, erstmal nichts weiter tun. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wenn Sie wollen, sprechen Sie mit dem Sohn. Er ist gerade... Da ist er ja. Der Typ. Hey! Hey, Sie! Bleiben Sie stehen! Der war doch auch ihr hinterhergelaufen. Was zum Teufel? Der Angelina. Was wollte er? Eine Krankenschwester. Oder vielleicht auch eine Bürokraft? Könnte heutzutage dasselbe sein. Mit dem Heilen von Menschen beschäftigen sich die Leute hier zumindest nur nebenher, wie es aussieht. Hi. Hallo, Mr. Autsch. Was kann ich für Sie tun? Wer war der Typ hier? Was wollte dieser Kerl? Nun, er hat sich nach Ihrer Mutter erkundigt. Was wollte er wissen? Er wollte wissen, ob... Ob... Sie durchkommt? Nun, ja. Ich habe ihm gesagt, dass wir keine Patienteninformationen herausgeben dürfen. Er sollte mit Ihnen sprechen. Ich kenne den Typen nicht. Er ist mir aber schon zweimal über den Weg gelaufen. Wissen Sie, wer das ist? Tut mir leid, nein. Aber er hatte einen Akzent. Ich glaube, britisch. Aber auch noch etwas anderes. Ich möchte, dass dieser Kerl nicht in die Nähe meiner Mutter kommt. Verstanden? Natürlich. Theorie. Theorie, wie gesagt, ich spiel das Spiel hier zum ersten Mal. Theorie ist, es gibt eine Person, die alles vor 12 Jahren, naja, nicht überlebt hat, aber wo wir nicht wissen, wo die Person ist. Das ist Robert. Der Enterbte. Und jetzt... Nee, das kann nicht Robert gewesen sein. Wobei er optisch ihm ähnlich sah. Aber ich glaube, ich liege falsch. Ich liege definitiv falsch. Es ist halt nur eine Theorie. Ne? Also, nichts weiter. Was meinen Sie? Wird meine Mom wieder in Ordnung kommen? Oh, das kann man nicht wissen. Aber es sind schon Leute nach deutlich schlimmeren Unfällen aus dem Koma erwacht. Und Leute nach deutlich harmloseren Unfällen gestorben. Sie dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Beten Sie für Ihre Mutter. Statistisch gesehen hat das keinerlei Auswirkungen. Die Zeit spare ich mir. Das stimmt. Dieser Dr. Newhouse, wie ist er so? Oh, er ist sehr charmant. Ein wirklich netter. Er kommt nicht von hier. Ist erst vor etwa 2 Jahren hergezogen. Aber er ist hier richtig aufgeblüht und... Ob er ein kompetenter Arzt ist, wollte ich wissen. Das stimmt, ich dachte auch schon. Oh ja, natürlich. Er hat früher ein großes Krankenhaus in Atlanta geleitet. Eigentlich ist er überqualifiziert, um in einem kleinen Ort wie Biddeford zu arbeiten. Aber ich glaube, er genießt das Kleinstadtleben. Ihre Mutter ist in guten Händen. Sind Sie eigentlich von hier? Könnte man so sagen. Ich bin hier aufgewachsen. Dann wissen Sie sicher viel Spannendes über den Ort zu erzählen. Naja, so viel passiert hier eigentlich nicht. Vor 2 Jahren hat sich eine junge Frau umgebracht. Seitdem ist er da. Sie stürzte sich ins Meer. Und es sind extra Taucher für die Suche angefordert worden.
Sie konnten sie aber leider nicht mehr retten. Die Leiche haben sie nie gefunden. Aber ansonsten ist hier eigentlich nie etwas. Und seitdem ist der Doktor da. Sie meinen Carrie. Haben Sie sie gekannt? Ja, wir haben damals zusammen Aerobic gemacht. Aerobic? Irgendeine Ahnung, warum sie sich umgebracht hat? Das wüssten wir wohl alle gern. Sie war eigentlich immer lustig. Wir haben viel zusammen gelacht. Aber dann hat sie sich verändert. Sie ist dann auch nicht mehr mit zum Sport gekommen. Da ist der Kontakt abgerissen. Ich wusste ja gar nicht, dass es ihr so schlecht geht. Danke für die Info. Wegen dieser Versicherungsscheiße. Am besten schauen Sie mal die Überweisungen Ihrer Mutter durch. Wenn sie das Geld überwiesen hat, dann müssen sich die Versicherung und die Bank damit herumschlagen. Sie können mir die Bescheinigung einfach vorbeibringen, wenn Sie wollen. Dann kümmere ich mich darum. Okay. Mhm. Danke. Okay, so, dann gucken wir mal. Achso, ist noch nicht. Wegen dieser Versicherungsscheiße. Am besten Sie können... Ich dachte schon, ich brauch's nicht. Vielen Dank für die Auskunft. Kein Problem. So, dann gucken wir mal. Wir haben hier einen Rollstuhl. Wir gucken Mama uns das erstmal an. Wie sie nach ihrem Autounfall lange fürchtete, den Rest ihres Lebens in so einem Ding verbringen zu müssen. Ihr Rücken war schwer verletzt und niemand konnte ihr sagen, ob sie je wieder laufen könnte. Aber sie konnte. Wie durch ein Wunder blieb ich bei unserem Autounfall damals unverletzt. Meine Mom war monatelang im Krankenhaus. Mein Vater ist noch am Unfallort gestorben. Ich war damals vielleicht 3 Jahre alt. An den Unfall kann ich mich nicht erinnern. An meinen Vater auch nicht. Er war 3 Jahre alt. Der Unfall ist also, keine Ahnung, wie alt ist er? 19? Einige Hochglanzzeitschriften und ein Gesundheitsmagazin. Na gut, ich nehme das Modemagazin hier und die Autozeitschrift mit. Warum auch immer, aber es wird sich schon lohnen. Wir haben auch einen Toast dabei. 2 Zeitschriften. Schon etwas zerknittert und auch schon einige Monate alt. Wenig Text, viele Bilder. So mögen es die Kunden von diesen Glitzerweltheftchen. 2 Zeitschriften. Das eine ist bestimmt ein Autobild oder so. Ich will hier nicht hocken und auf neue Nachrichten warten. Ich kann jederzeit herkommen und fragen, wie es hier geht. Okay. Guck mal, hier ist doch eine Kamera. Da hat der Typ aufgenommen. Wenn der Tempel der Freiheit feststeht, wird das Volk ihn zu schmücken wissen. Mit Kameras schmücken wir unser Land der Freiheit. Vor wem fürchten sich die Leute? Vor sich selbst? Ja, möglich. So, was haben wir noch? Hier drüben war noch Raum. Oh, guck mal, hier ein Automat. Ein Soda-Automat. Spuckt verschiedene Sorten Zuckerwasser aus. Ach komm, lass ausspucken. Oh, das geht sogar. Eine Flasche Soda. Hurra! Okay, dann haben wir auch noch Soda. Gut, was sehen wir da an? Eine Flasche kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk. Da ist zur Station, zur Leichenhalle. Oh Gott. Können wir da hin? Eine graue Tür mit einer Milchglasscheibe. Pathologie steht auf dem Schild darüber. So, da kommen wir her. Da ist ja unsere Mutter, ne? Okay, dann gehen wir erstmal hier wieder raus. Können wir zur Polizei? Was soll ich da? Von der Polizei halte ich Abstand. Ja, wegen dem Typen, ne? So, warte mal. Nee, M geht's auch, ne? Genau. Ist hier irgendwo... Ach, guck. Ach, hier. Guck mal, da wird... Das ist keine Ahnung. Das ist unser Haus, ne? Ja. Okay. War hier noch irgendwas? Wir konnten hier Wasser machen. Ach so, wir brauchen noch weitergehende Unterlagen, ne? Hier ist aber nichts. Hier ist bloß der AB. Der blinkt auch nicht. Wir brauchen noch weitergehende Unterlagen wegen Überweisungsträger und so. Ah, ich vergesse, dass wir eine Aufgabenliste haben. Das ist ganz schlimm. Was war das? J wie Journal, ne? Abgehakt, verflucht, Krankenkasse, meiner Mom hat Mist gebaut und jetzt muss ich mich um den Scheiß kümmern. Ich brauche einen Beleg oder so, dass Mom die Beiträge bezahlt hat. So, ich guck mal, wie das hier aussieht.
Das sieht gut aus. Hier ist auch der Film, den müssen wir noch entwickeln. Ach, da müssen wir noch was abholen bei der Post. Okay, das... Warte mal. Fuller wird dafür büßen, dass er meine Mom nicht geholfen hat. Hätte er reagiert, als sie ihn anrief, ging es ihr jetzt besser. Möglich. Achso, hier war noch ein da war ja nichts weiter drin, ne? Er will nicht wühlen. Dann muss es wohl sein. Ah, okay. Ich fasse es nicht, dass ich in den Privatsachen meiner Mutter herumschnüffeln muss, nur damit eine verdammte Versicherung sie nicht krepieren lässt. Ich meine, was würden Sie tun, wenn ich keine Belege finde, dass meine Mutter das Geld überwiesen hat? Sie im Bett vor die Tür schieben? Also los. Okay. Ah, oh bitte, geht das schneller? Alter, nein. Das dauert doch ewig. Ah, okay, man kann es temporär unterbrechen. Die Frage ist bloß, wo ist der Anfang und wo ist das Ende? Oh Gott. Ich glaube... Das... Nee, so. Ich glaube, das ist die Seite, um die wir uns so kümmern können. Die Frage... Ist das dann unten? Ich glaube, das ist unten. Guck mal so, ne? Könnte... Und dann fehlt hier was Helles oben. Dann fehlt was Helles oben. Wobei... Ich guck mal kurz. Ich muss erstmal. Nee. Ich glaube, das ist die richtige Ebene. Und das ist oben. So, das heißt, das ist so. So, das würde passen hier, ne? Und das ist dann... Oh Gott, verdammt. Ja. So. Okay. Dann tippe ich mal darauf, dass das hier... Genau. Die Stelle stimmt. Hier brauchen wir... Achso, eine Stelle muss ja frei bleiben, ne? Das sieht mir danach aus, dass wir die beiden hier tauschen müssen. Glaube ich. Ich glaube, der Teil bleibt offen. Nee, bleibt nicht. Das Ding kommt dahin. Verdammt. So, das ist die Ecke unten. Die manövriere ich jetzt erstmal da rein. So. Das Dumme ist nur... Wir machen jetzt wahrscheinlich alles kaputt. Aber zumindest wissen wir, wo es anfängt. So. Genau, wir wissen, wo es anfängt. Ich weiß, dass das Teil da... So. So, ne? Komm her. So. Das hoch. Das, die Ecke ist hier oben. Die fehlende. Nee, das passt nicht, ne? nee, das passt nicht. Verdammt. So, das heißt, das ist, ja, welcher Teil ist denn das hier? Kommt der hier hin? Muss ja. Die Ecke ist unten
Je, geht ja nicht. Warte mal, dann versuche ich mal. So, das kommt dorthin. Wenn ich das hier runter mache, passt das auch. Okay, gut. Das heißt, ich muss das hier daneben hinkriegen. Richtig? Oh Gott. Hier müssen wir nochmal... Oder? Nee. Passt. Sehr gut. Aber das Schloss kam mir bekannt vor. Hier ist eine Schatulle. Oh, was haben wir denn hier? Ein Schacht. Eine Zigarettenschachtel? Hat Mama etwa heimlich geraucht? Ach, es sind nur Spielkarten drin. Hätte mich auch gewundert. So, da haben wir Bleistifte. Ganz normale Bleistifte. Die lasse ich lieber hier. Für Bleistifte braucht man immer einen Anspitzer und den sehe ich hier nicht. Aha, ein kleiner Holzkasten. Den habe ich noch nie gesehen. Ah, und da ist Mams Überweisungsbuch. Das habe ich gesucht. Ich nehme beides mit. Okay. So, haben wir was in dem Überweisungsbuch? Ich kenne mich mit diesem Kram nicht aus. Na, mal sehen. Ich glaube, das sind die Kontobewegungen meiner Mutter. Hier geht Miete ab. Hier ein Betrag von $18.45 an eine Telefongesellschaft. Aha. Und hier die Überweisung an ihre Versicherung. Das ist vom letzten Monat. Sie hat also bezahlt. Den reiße ich den Arsch auf. Was ist ein Brief? Liebe Rebecca, ich habe deinen Brief erhalten und freue mich sehr, dass es euch gut geht. Natürlich werde ich dir auch weiterhin den vollen Betrag schicken. Dein Vorschlag ist nett gemeint und ich hätte es nicht anders von dir erwartet. Aber es kommt überhaupt nicht in Frage, dass du weniger erhältst. Auch wenn er jetzt aus dem Haus ist. Du hast deine Sache großartig gemacht und es ist an der Zeit, dass du auch etwas für dich tust. Genieße dein Leben in Maine. In Liebe, C. Er aus dem Haus ist. Er ist wahrscheinlich wir. Du hast die Sache gut gemacht. Seltsam. Der volle Betrag, auch wenn er jetzt aus dem Haus ist? Was hat das zu bedeuten? Hier erhält meine Mom einen größeren Betrag von... Eine Überweisung über $1.500 von einer Bank in England. BCW Bank, Filiale Willow Creek. Willow Creek? Das kommt mir bekannt vor. Mom hat früher in England gelebt, aber war das in diesem Willow Creek? Und wer ist dieser C? Und warum schickt er ihr Geld? Hier, noch. Oder mal. Sie. Und dort. Sie scheint jeden Monat den Betrag zu bekommen. Es scheint praktisch ihr einziges Einkommen zu sein. Das verstehe ich nicht. Mir hat sie immer gesagt, sie würde ein monatliches Schmerzensgeld bekommen. Von der Versicherung des Mannes, der für den Unfall verantwortlich war, bei dem auch mein Vater gestorben ist. Ja. Ich hätte das bestimmt nicht sehen sollen. Meine Theorie. Kann mir ja auch egal sein. Es passt nicht zu meiner Mutter, Geheimnisse vor mir zu haben. Es passt sehr wohl. Ich werde sie fragen, warum sie mich angelogen hat. Sobald es ihr besser geht. Es passt sehr wohl. Sehr wohl. Sie hat nicht gelogen. Sie bekommt eine Art Schmerzensgeld dafür, ne, von dem Mann, der ihr das... Das wird in irgendeiner Art und Weise was mit dem Feuer zu tun haben oder sonstiges. Ich bin fast der Meinung, das ist vielleicht die Ehefrau. Nee, das kann auch nicht sein. Das wäre ein bisschen zu wenig dafür, oder? Also meine Theorie ist es ja immer noch, dass es die Frau von Samuel ist. Und dass wir Samuels Sohn sind. Oder irgendein verantwortlicher Verwandter von
Gordons. Das würde vielleicht auch erklären, du hast deine Sache gut... Nein, dann ist es nicht die Frau. Die Frau ist umgekommen. Aber vielleicht ist es irgendwie ein Dienstmädchen oder so, ne? Alles schwierig, 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 schwierig. Das ist eine gute Frage. Nun gut, pass auf. Ich mache hier ein kleines Folgenpäuschen. Und in der nächsten Folge holen wir dann endlich hier, wir haben da irgendwo unseren Fake-Abholschein. Dann holen wir noch das Päckchen, weil wir müssen ja noch das Foto irgendwie entwickeln von Angelina, ne? So hieß sie. Die ja auch von dem Typen verfolgt wurde, wie unsere Mutter. Lass uns überraschen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis demnächst. Euer Firefox.